Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. In einer bemerkenswerten Wendung seiner professionellen Fußballkarriere hat Benito Raman, der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 und zuletzt beim RSC Anderlecht unter Vertrag stand, einen neuen Abschnitt eingeläutet. Er ist zum türkischen Erstligisten Samsunspor gewechselt und hat bei seinem neuen Verein einen Vertrag bis zum Jahr 2026 unterzeichnet. Dort wird der 29-jährige Belgier sein Können in der türkischen Super League unter Beweis stellen. Ramans Wechsel zu Samsunspor ist bemerkenswert, da er auf den erfahrenen Trainer Markus Gisdol trifft. Gisdol ist bekannt für seine taktische Expertise und seine Fähigkeiten, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen. Raman hat nun die Chance, unter einem Trainer zu arbeiten, dessen Ansätze und Methoden in der Fußballwelt hoch angesehen sind. Der Wechsel zu Samsunspor kam für viele überraschend. Insbesondere nach Berichten, wonach Raman einen Wechsel in die Türkei ursprünglich abgelehnt hatte, wurde spekuliert, dass familiäre Gründe ihn davon abhielten, sich zu weit von Belgien zu entfernen. Zudem wurden in Verbindungen zu anderen Clubs wie dem VfL Bochum und dem belgischen Erstligisten KV Mechelen sowie Otterwelle Leuven nachgesagt. Letztendlich hat sich Raman jedoch für Samsunspor entschieden, was seine Flexibilität und Offenheit für neue Herausforderungen in seiner Karriere unterstreicht. Sein Wechsel von Schalke zu Anderlecht im Jahr 2021 für eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro war ein signifikanter Schritt in seiner Karriere, der ihm in 89 Spielen 19 Tore und 8 Vorlagen einbrachte. Diese Leistung zeigt Ramans Fähigkeit, konsequent auf hohem Niveau zu liefern und macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für Samsunspor. Allerdings stand er seit Ende Dezember nicht mehr im Kader von Anderlecht, was Fragen über seine nächste Karrierestation aufwarf, bis sein Wechsel zu Samsunspor bekannt gegeben wurde. Ramans Entscheidung, zu Samsunspor zu wechseln, ist ein persönlicher Meilenstein und ein Zeugnis für die Anziehungskraft der türkischen Super League. Die Liga hat sich in den letzten Jahren als attraktives Ziel für internationale Talente entwickelt, die neue kulturelle Erfahrungen suchen und ihre Karriere in einem wettbewerbsorientierten Umfeld fortsetzen möchten. Für Raman bietet dieser Wechsel die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen und sein Spiel unter der Leitung von Markus Gisdol weiterzuentwickeln. Die Ankunft eines Spielers von Ramans Kaliber ist für Samsunspor und ihre Anhänger ein aufregender Moment. Seine Erfahrung in der Bundesliga und in der belgischen Liga sowie seine nachgewiesene Fähigkeit, Tore zu erzielen und Vorlagen zu liefern, machen ihn zu einer spannenden Ergänzung für das Team. Unter der Führung von Gisdol können die Fans von Samsunspor zuversichtlich in die Zukunft blicken. Es wird gehofft, dass Raman eine Schlüsselrolle in den Ambitionen des Clubs spielen wird. Insgesamt stellt Ramans Wechsel zu Samsunspor nicht nur einen neuen Abschnitt in seiner persönlichen Karriere dar, sondern bestätigt auch die Qualität und Attraktivität der türkischen Super League. Unter der Anleitung von Markus Gisdol hat Raman die Chance, seine Karriere auf eine neue Ebene zu bringen und einen nachhaltigen Eindruck in der Liga zu hinterlassen. Für die Fußballwelt ist dies eine Entwicklung, die es wert ist, im Auge zu behalten. Sie hat das Potenzial, transformative Auswirkungen sowohl auf den Spieler als auch auf seinen neuen Club zu haben. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zur Arbeit, im Fitnessstudio oder einfach nur zu Hause. Dein Durst nach Fußballwissen ist groß, aber die Zeit ist knapp. Wir haben die Lösung für dich. Täglich liefern wir dir die heißesten Neuigkeiten, spannendsten Analysen und die neuesten Gerüchte aus der Welt des Fußballs. Kurz und kompakt. Wir haben den Finger immer am Puls des Geschehens. Abonniere jetzt! Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.